Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal wieder ein Versuch. Wenn ihr das seht, dann hat er geklappt oder ist einigermaßen geworden. Wir werden sehen, was da rauskommt. Ich möchte Reisfrikadellen machen. Wir haben vor einiger Zeit haben wir mal Gemüsefrikadellen gemacht. Da hatte ich welche einfach so gelassen als reines Gemüse und einige hatte ich paniert. Und das möchte ich heute wieder machen, bloß mit Reis, wo ein bisschen Gemüse dabei ist. Dann soll es Gemüse dazu geben, Blumenkohl oder Brokkoli. Und ich denke, dass eine Tomatensoße, diese 80er Jahre Tomatensoße, auch gut dazu passt. So sollte das ausschauen. Wie es genau ausschaut, was da rauskommt, das weiß ich nicht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr mir wieder zuschaut. Wir fangen jetzt mal an mit dem Reis, weil den koche ich vor, der muss auskühlen. Und gegessen wird bei uns erst in 3 Stunden, also so ein alter Reis von gestern zum Beispiel, der wäre jetzt bestens geeignet, denke ich. Gut, wir fangen mal an und ich zeige euch, wie ich meinen Reis zubereite. So, unsere Lili, unser kleiner Zaubermeister, da werden wir den Reis drin kochen. Eine Tasse Reis. Und 2 Tassen Wasser. Und hier habe ich noch mal eine halbvolle Tasse, die geben wir mit dazu. Normalerweise 1 Tasse Reis und 2 Tassen Wasser. Ich möchte den aber etwas weicher kochen und dass der länger kocht. Und deswegen nehme ich noch mal zusätzlich 1/2 Tasse Wasser dazu. Ich habe hier schon was vorbereitet. Einmal klein gewürfelter Sellerie. Etwas Paprika, also das wird ungefähr eine sein, eine gelbe und eine grüne. Also jeweils 1/2. Ein paar Thekaerbsen, Mais auch dazu. Ja, Mais gebe ich auch dazu und das kommt jetzt da mit rein. Wir können das ja mal wiegen. 35 Gramm Erbsen, da werden wir nicht so viele von nehmen. 50 Gramm. Hier unsere Paprika, die gewürfelten, ganz klein gewürfelt. Gramm. Und Mais, normalerweise hätte man doch eine rote Paprika nehmen können, ist nur wegen der Farbe. Mais geben wir auch so wie die Erbsen ungefähr dazu, auch 50 Gramm. Ich habe jetzt hier eine Dose mit Tomatenfleisch, das ist von gestern eine Soße übergeblieben. Da ist sehr viel Tomatenmark mit dabei, für Pizza war das. Und da gebe ich jetzt 1 gehäuften Esslöffel damit rein. Mach mal, ja, mach mal 2. 2 Esslöffel. 1 Teelöffel Gemüsebrühe. Und extra noch ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Eine 1/4 Teelöffel Chiliflocken. So, Freunde, ihr habt es gesehen, das mit dem Tomatenmark bzw. mit dem Tomatenfleisch, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Idee. Ich habe das ja probiert, das schmeckt jetzt schön tomatig. Ich werde das auf alle Fälle im Rezept unten in der Infobox wieder anpassen. Entweder wir nehmen Tomatenmark, dass wir sagen, wir hauen da 2 Esslöffel, 3 Esslöffel Tomatenmark rein oder 4, 5 Löffel von diesem Tomatenfleisch. Das gibt auch noch mal ein bisschen mehr Feuchtigkeit, Flüssigkeit in dem Topf oder in der Lilly, in den kleinen Zaubermeister. Wir brauchen das ja hinterher ziemlich klebrig. Gut, so viel dazu. Das Gemüse kann man machen, wie ihr wollt. Also eine rote Paprika passt bestimmt auch da gut rein. Ich hatte aber nur gelb und grün. Dadurch, dass der Mais auch dabei wäre, wäre eine rote bestimmt angenehmer gewesen bei dem Bild nachher. Aber es muss nicht schön aussehen, es muss nicht schön ausschauen, es muss gut schmecken. Gut, rein in die Mikrowelle, wir brauchen ungefähr 20 Minuten. So, 20 Minuten habe ich eingestellt, der zieht dann hinterher noch nach. Wir wollen ihn ja ziemlich weich kochen. Das heißt, man kann auch 25, ich mache gleich 25 Minuten, stelle gleich 25 ein. Wir haben genug Flüssigkeit drin, es kann uns nichts passieren. Und wenn der fertig ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. Und ich gehe dabei duschen.
So, muss man nicht drauf aufpassen, man muss nicht daneben stehen. Das finde ich ganz genial, den Reis so zu kochen. So, Freunde, 25 Minuten sind rum und wir schauen uns den mal gemeinsam an. So, da seht ihr auch gleich mein Brot, was ich gebacken habe. Ich zeige euch oben nochmal. Und hier ist unser Reis. Den rühren wir mal um. Ja. Da darf noch Flüssigkeit rein. Okay, den werden wir jetzt umschütten in eine Schüssel. Lass mal da rein leeren. Probieren wir den mal. Und geben da noch ein bisschen Wasser dazu, kaltes. Das sind, machen wir mal 50 Milliliter. 100 Milliliter. Geben wir nochmal 100 Milliliter. Was sind das schon? Nochmal 100 Milliliter dazu. So, gleich ein bisschen was für die Bindung. Paniermehl. Zwei Esslöffel. Drei Esslöffel. So, ihr habt es gesehen, wir haben da eine schöne Bindung jetzt rangekriegt. Nochmal mit 200 Milliliter Wasser. Das verträgt ja gerne. Kaltes Wasser habe ich genommen und 4 Esslöffel Paniermehl. Und jetzt zeige ich euch das mal. Schaut mal, da ist es. Zack. Schöne Bindung schon da. Und so lassen wir ihn jetzt auskühlen. Und wenn wir dann hinterher weitermachen, dann schauen wir mal, ob es vielleicht so hält oder ob wir noch ein Ei geben müssen. So, Freunde, als nächstes machen wir mal die Tomatensauce. Das soll diese 80er Jahre Tomatensauce werden. Ich denke, dass die da ganz gut zu passt. Die mache ich jetzt als nächstes gleich mal ganz fertig. Die Familie hat bestimmt, dass es später Essen geben soll. Es wäre noch zu warm draußen. Aber die kann ich schon mal machen. Dann haben wir das auch fertig. Gesehen, die Soße ist fertig. Die kenne ich von meiner Kindheit her. So hat sie meine Mama immer gemacht. Da hat es die nur gegeben. Die hat eigentlich mit der Tomatensoße nichts gemeinsam. Also, aber ist egal. Mir schmeckt sie hervorragend. Und hier wird sie wahrscheinlich auch sehr gut zu passen. Aber das werden wir hinterher dann schon sehen. Ich habe es gemacht, ohne zu reden. Man soll es nicht glauben. Ich schaffe das auch. Und die lassen wir jetzt auf dem Herd stehen. Was hier wichtig ist, wenn ihr so eine Mehlschwitzen-Nummer macht, also so eine Soße macht mit Mehlschwitze, dass die mindestens 5-8 Minuten sowas, dass die wirklich auch kocht. Sonst kriegt sie ja diesen Mehlgeschmack nicht raus. Das Mehl muss gegart werden. Das ist ganz wichtig. Zucker, Zitrone, Milch, ungefähr 100 Milliliter und der Rest ist Wasser. Und das Tomatenmark zwischen 50 und 70 Gramm. Das kann immer jeder machen, wie er möchte. Und ich habe ja noch diese Dose offen mit dem Fleischtomaten. Da habe ich auch noch mal 2 Löffel dazu gegeben. Das ist alles. Salz, Pfeffer, das war's. Gut, jetzt warten wir
auf unsere Reisfrikadellen. Und wenn das losgeht zum Panieren, dann seid ihr wieder mit dabei. So, Freunde, die ersten Meldungen sind da, dass es jetzt langsam Essen geben kann. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Reisfrikadellen brauchen. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich die überhaupt formen oder ob ich noch ein Ei reinmache. Aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und der Brokkoli muss auch noch gemacht werden. Und da reiben wir uns Parmesan mit dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kamera vorher mitlaufen lassen habe. Aber da kann schon ein bisschen was rein. Also das war vorhin so ein Berg da drauf. Also ich schätze mal so 30, 40 Gramm waren das garantiert. Das mit dem Parmesan, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die Kamera mitlaufen lassen habe. Also da habe ich so gute 30, 40 Gramm habe ich da mit dem Paniermehl vermischt. Und natürlich auch wieder unser Paprikapulver mit dabei ist, 2 Esslöffel. Und jetzt kommen wir zu den Reisfrikadellen. Und ich weiß jetzt nicht, ob mir diese Bindung, die ich da geschaffen habe mit dem Paniermehl, ob mir das reicht oder ob wir noch ein Ei dazu brauchen. Das probieren wir jetzt aus. Und den Backofen werden wir auch schon vorheizen. So, hier ist unser Reis. Und jetzt nehmen wir uns da mal so ein Bällchen weg. Ich glaube, das geht ohne. Dass jetzt paniert wird, dann hält das, glaube ich, noch mal besser. Das geht ohne. Wir machen es ohne Ei. Die Größe gefällt mir auch. So, hübsch. So, ich mache das jetzt mal fertig, das Geforme von den Frikadellen. Das geht relativ gut und ich meine, dass die Bindung da ist. Das müsste eigentlich reichen. Wir machen das ja nicht in der Bratpfanne, sondern wir machen das ja auf dem Ofenzauber. Das heißt, wir müssen sie nicht wenden. Und wenn ich dann wieder, wenn ich zum Panieren komme, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, ruckzuck waren die geformt. Das sind 9 Stück geworden. Und jetzt kommen wir zum Panieren und legen die auch gleich auf den Stein. Und die werden wir auch ein bisschen buttern, wie bei unseren Schnitzeln. So, da haben wir unsere Frikadellen. Hier haben wir etwas Ei mit 2, oder was heißt etwas Ei? Ein Ei mit 2 Esslöffel Milch. Unser Paniermehl und hier haben wir etwas zerlassene Butter. Fehlt noch unser Ofenzauberer. Hier werden wir uns von unten etwas einfetten, da wo die Frikadellen liegen werden. Drehen wir die um. So, der eine hinten, der hier, der gefällt mir. Der bricht irgendwie auseinander. Schauen wir mal, was mit dem wird. Die anderen haben sich anders angefühlt. Gut. Hier auch noch ein bisschen Fett drauf. So, ich finde, dass das schon gut ausschaut. Und also der hier ist ja komisch, als wenn der auseinanderfallen will. So, fertig paniert. Der eine, der will mir immer auseinanderfallen. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Habe ich nicht genug gedrückt? Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt das so paniert in den vorgeheizten Backofen. Ich werde Ober-Unterhitze nehmen und eventuell hinterher nochmal die Umluft dazuschalten. Wir müssen ja hier nichts garen, wir müssen das ja nur knusprig kriegen. Gut, also rein in den Backofen. Wir werden das auch ganz nach unten stellen. So. Unterste Einschubschiene, 220 Grad vorgeheizt, Ober-Unterhitze und dann stellen wir mal 20 Minuten ein und dann schauen wir uns die nochmal gemeinsam an. Ich verliere schon wieder die Geduld. Es sind jetzt 10 Minuten rum und es hat sich da noch nicht viel getan von der Farbe her. Wir brauchen ja eigentlich nur die Farbe und das Knusprige und es muss heiß sein.
Ich gehe jetzt einfach mal auf Umluft. So schaut das jetzt da drin aus. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Zack, schauen wir mal. Wir werden das im Auge behalten mit der Umluft, aber ich denke, so kommen wir besser hin. So, der Ofen piepst, 20 Minuten sind rum, aber das reicht uns noch nicht. Wir brauchen bestimmt noch 5, 6 Minuten, werden wir noch brauchen. Aber ich lasse euch mal reinschauen. Machen wir mal auf. So, ich denke, da fehlen noch mal 10 Minuten und dann schauen wir noch mal gemeinsam rein. Aber 10 brauchen wir garantiert noch. So, es ist soweit. Die sehen jetzt nicht schlecht aus, aber das waren jetzt auch gute 30, knapp 35 Minuten mit Umluft. Beziehungsweise 10 Minuten hatten wir ja die Ober-Unterhitze nur angeschaltet. Ich werde das im Rezept wie immer unten anpassen. Also das Rezept unten in der Infobox werde ich anpassen. Und jetzt schauen wir uns die Dinge mal an. Tada! So, so schauen sie jetzt aus. So, von unten auch nicht schlecht. Knusprig sind sie auch. Fällt mir sehr gut. Ja, fest sind sie auch. Also ich glaube, das kann man lassen. Das ist der, der mir Sorgen gemacht hat, der auseinanderbrechen wollte. Alle heile geblieben, alle locker. Ja, sieht toll aus. So, ich freue mich ein bisschen, dass die so toll ausschauen. Wie richtig schöne goldbraune Frikadellen. Ich kann sie sogar anfassen. Heiß, 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 heiß. Die fallen nicht auseinander, sind also wunderbar fest. Wir haben kein Ei gebraucht. So, eigentlich bin ich jetzt sehr zufrieden. Ich hoffe, dass das so schmeckt, wie es ausschaut. Aber das werden wir hinterher zusammen probieren. Auf alle Fälle mache ich euch wieder ein schönes Foto von dem Teller. Und wie das jetzt schmeckt mit der Kombi Tomatensauce Brokkoli, das weiß ich auch noch nicht. Ich kenne das ja so gar nicht. Gut, ich kenne das ganze Gericht nicht. So, die Familie sagt, es wäre eine gute Beilage. Es schmeckt nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht der Burner. Ich finde es klasse. Man kann das noch ein bisschen abändern. Wir müssen den Reis auf alle Fälle, wenn es eine Hauptspeise sein soll, noch kräftiger würzen. Vielleicht ein bisschen Chili mehr rein, ein bisschen Salz mehr rein, aber man darf da ruhig kräftig würzen. Gut, das werde ich im Rezept natürlich auch anpassen. Und wenn man es als Beilage will, dann lässt man die Gewürze etwas weiter weg. Weil der Sohn hat gemeint, das wäre eine Top-Beilage. Zum Schnitzel, zum Gulasch, findet er das eigentlich gar nicht schlecht. Gut, ich finde es so nicht schlecht. Die Soße, die Kombi, passt auch. Wir haben die Soße auch noch etwas schärfer gemacht mit Chili. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also, wird ins Rezeptheft aufgenommen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Macht es gut. Ciao.